Leon, die uns MIP TV präsentieren werden. Ja, guten Spaß. Tag. Das ist unser Team. Wir haben MIP TV entwickelt. Das steht für Map IP Tracking Visualization. Und was das genau ist, das erklärt euch jetzt Leon. Sie kennen das doch sicher auch. Sie sitzen zu Hause vor Ihrem Computer, browsen gemütlich vor sich hin und fragen sich auf einmal, wohin fließen eigentlich meine ganzen Daten? Wo stehen die Server, auf denen die Webseiten liegen, die ich hier eigentlich abrufe? Genau das haben wir uns auch gefragt. Und dann dachten wir uns, basteln wir doch einfach eine Anwendung, die genau das anzeigen kann. Während andere Leute also auf irgendwelchen Weltkarten markieren, wo sie in Urlaub gefahren sind, markieren wir auf einer Karte, wo wir uns schon im Cyberspace bewegt haben. Und nebenbei gibt es coole Statistiken. Genau. Und wie das jetzt etwas genauer mit der Technik funktioniert, haben wir hier dargestellt. Unser Plan war, eine Chrome-Erweiterung zu schreiben. Diese sendet Daten an unseren Server. Und der Server erledigt alle Berechnungen und schickt das dann an eine Webseite von uns, die das alles schön darstellt. Und überraschenderweise hat das alles ziemlich gut funktioniert. Und zwar haben wir eine Chrome-Erweiterung geschrieben, die sich jeder installieren kann. Diese schickt die Daten von den besuchten Webseiten an unseren Server. Der berechnet mit einer Datenbank die Standorte der Server und stellt das Ganze dann auf unserer Webseite dar. Und jetzt zeigen wir das noch einmal live. Genau, weil was ist ein schönes Produkt, was man nicht auch wirklich zeigen kann? Die Idee ist, wir haben einfach ganz normal gesurft und haben dann hier oben von unserer Extension das kleine Symbol und können dann dort draufklicken. Wenn wir das machen, kommen wir dann direkt auf unsere Anwendung und sehen hier eine wunderschöne Übersicht, wo wir alles gesurft haben. Und naja, man hätte es erwartet, ein großer Fleck ist natürlich hier vor allem in den USA und insbesondere ein ganz zentrierter Fleck ganz vielen Technikunternehmen. Welche könnten das wohl sein? Naja, Silicon Valley, da gibt es dann doch einige sehr zentrierte Unternehmen. Ich gehe mal das vor allem davon aus, dass Google und Co. mit dabei waren. Das gleiche gilt letztendlich auch in Europa. Auch da haben wir viele Anfragen hingeschickt, klar, weil wir sind in Deutschland, von daher sollten auch viele Anfragen zu unserer Nähe gehen. Und um das Ganze zu überprüfen, haben wir uns überlegt, okay, was ist eine Anfrage, wo vermutlich nichts hingeht? Haben uns gesagt, okay, Nordkorea. Und wir haben tatsächlich die offizielle Seite von Nordkorea dem aufrufen und tatsächlich haben wir hier einen Punkt in Nordkorea. Und da wir uns dachten, naja, so eine Karte ist ganz schön, aber wir können doch bestimmt noch andere Sachen machen, haben wir hier noch unter der Statistik zum Beispiel die Anzahl der Server, die besucht haben. Das heißt, die Anzahl der eindeutigen Server, die aufgerufen haben. Und hier sehen wir... Ruhe. Hier sehen wir zum Beispiel, dass wir heute Morgen sehr aktiv waren. Zwischen 8 und 9.30 Uhr haben wir ganz viele Server aufgerufen. Naja, danach mussten wir uns dann doch wieder aufs Programmieren beschäftigen und hatten dann weniger Zeit zum Internet surfen. Und man sieht hier tatsächlich dann... Gehen wir kurz drauf, hier 533 Anfragen haben wir hier tatsächlich geschickt, innerhalb von, ich glaube, nur 10 Minuten. Wir waren fleißig. Noch eine andere schöne Statistik sind die eigentlichen Länder, die man besucht hat, die Most Visited Countries. Und hier sieht man tatsächlich, naja, wir haben es eben schon auf der großen Karte gesehen, USA ist halt doch irgendwie recht viel. Und danach kommt tatsächlich schon Germany, also Deutschland. Und das Interessante ist, wenn man hier mit der Maus drüber geht, sieht man auch wirklich die Zahlen. Deutschland irgendwie 5.000 Anfragen innerhalb dieser 2-3 Stunden. Und dann kommt USA, okay, wir haben 134.000 Anfragen gehabt in der Zeit. Das ist schon ganz ordentlich. Und das sind halt die ganzen Anfragen, man ruft eine Seite auf und dann kommen hinten dran zig andere Daten, die nicht unbedingt alle, ich sag mal, im Freunde des Datenschutzes sind. Und das Ganze haben wir auch halt eben Open-Source-mäßig entwickelt, dazu auch unser GitHub-Link natürlich. Und von daher, wer Interesse hat, das, ich sag mal, zusammen mit uns zu hosten, weil das würden wir wirklich gerne, ich sag mal, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Wer uns da auch noch unterstützen will, das Ganze wirklich dann live für alle zur Verfügung machen, gerne. Wir freuen uns drauf. Danke.